Die nordischen Mythen. Seit jeher beeindrucken sie diejenigen, die bereit sind, sich gedanklich in eine Welt der Abenteuer, der Götter und der tapferen Helden zu wagen. Sie zeugen von einem Geist, der sich mit der Zeit verloren hat, von Tugenden, großen Taten, besonderen Fähigkeiten, aber auch von Hass, Verderbnis, Zerstörung und Tod. Über all den vielen Geschichten der alten Zeit droht jedoch die eine endgültige, welche unvermeidlich am bitteren Ende steht. Ragnarök, der Untergang der Welt. Lasst uns einen Blick auf einige Auserwählte werfen, die sich einen Platz in Geschichten erkämpft haben, mit ihrer Abenteuerlust, ihrer Tapferkeit, aber auch ihrer freundschaftlichen Treue und den vielen lebenswerten Momenten, die sie einst gemeinsam verbrachten. Willkommen in Midgard. Oh Mann, wir hätten einfach rennen sollen. Verdammt, ich hätte schwören können, das Wolfspack würde weiter südlich rumstreifen. Hältst du mich eben? Sicher. Hier. Schluck Apfelsaft, hm? Danke. Ach, Sparky, so wird das nie was mit uns luschen. Was redest du da? Ich meine, seit Wochen ziehen wir jetzt durch die Wälder und erlegen Greatest Generals. Immer nur ranpirschen, zustechen und warten, bis die Viecher umfallen. Dabei kann ich nicht mehr sonderlich gut mit dem Speer umgehen. Ich kann den Dschungel nicht mehr sehen. Naja, wir waren doch aber zwischendurch auch... In der Wüste, ich weiß. Und in den stinkenden Kanälen von Kurwitz. Ich geht, natürlich. Aber du hast schon recht. Die Biester hängen mir auch zum Hals raus. Und viel zu tun habe ich hier auch nicht. Du schlägst dich hier durch und ich darf deine Wunden heilen, falls uns doch mal die Wölfe über den Weg gelaufen sind. Naja, lass uns erstmal zurück nach Payon. Wie wäre es mit einem kühlen Bananenmix in Leos Bambusgarten? Da bin ich dabei. Aber diesmal hast du die Spendierhosen an. Typisch, typisch. Kaum kocht in unseren Freunden einmal das hitzige Gefühl der Anstrengung auf, gilt es, dies erstmal mit einem kühlen Getränk in der Stadtschenke zu begießen. Sparky und Ashi machen sich auf den Holzbänken des Bambusgarten bequem und schlürfen zufrieden an den exquisiten Säften, für die Payon unter Wanderern so bekannt ist. Doch nicht nur die Verpflegung, sondern auch die schöne Umgebung lockt sie in Scharen in diese Gefilde. Payon wäre ein guter Erholungsort für erschöpfte Krieger, wenn nicht unweit des Städtchens verfaulende Untote ihr Unwesen treiben würden. Der Gestank der Untoten zieht nun schon bis hierher rüber. Wie lange wird man das noch ertragen können? Sowieso habe ich das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Uns stehen düstere Zeiten bevor. Sparky, du und deine Schwarzmalerei. Die Krieger dieses Landes geben sich doch alle Mühe, um die gottlose Brut zurückzutreiben. Das weiß ich. Und ich weiß es auch zu schätzen. Doch es liegt etwas in der Luft, das mir nicht gefällt. Ich bin ein Diener Gottes. Und ich habe schon so einige Erfahrungen im Umgang mit Untoten gesammelt. Die Geschichte wieder. Okay, okay, du weißt, was ich meine. Ja, weiß ich. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn wir unseren Bananenmix ausgetrunken haben, machen wir uns erst auf den Weg zu den Händlern und danach schauen wir mal in der Höhle hinter Payon vorbei und vergewissern uns, dass alles mit mehr oder weniger rechten Dingen zugeht. Den Umständen entsprechend, eben. Das nenne ich ein Wort. Auf Payon. Auf Payon. Nachdem unsere beiden Helden sich mit Hilfe ihrer Getränke von den Strapazen des Kampfes erholt haben, wenden sie sich also einem kleinen Einkaufsbummel zu. Generell gelten die Händler in Rune Midgard als kompromissbereit, wenn es darum geht, ihre Ware an den Mann zu bringen. Das Angebot ist groß und die Konkurrenz unter den einzelnen Merchants fast mit den Händen zu greifen. Doch heute bietet sich den Schnäppchenjägern eine gute Gelegenheit, den Markt in Payon ganz unbeschwert und gemütlich zu durchstreifen. Es herrscht kaum Andrang und man nimmt sich Zeit für den Kunden. Ashi und Sparky treffen nach kurzer Zeit bereits auf einen ersten Blickfang. Bei Gott, Sparky, wie sieht dir das an? Das ist doch ein echtes Claymore. Fünffach verstärkt, Mann. Davon träume ich schon seit meinen Novizenzeiten. Ach, was sag ich? Seit ich ein kleines Kind war. Oh Mann,
Sobald ich als stolzer Knight für Midgard kämpfen darf, werde ich genau so ein Prachtstück bei mir tragen. Wow. Du scheinst ein Auge dafür zu haben. Ich kann darin nichts Besonderes erkennen. Hier, halt es mal kurz. Es gibt einem ein Gefühl der Unverwundbarkeit, nicht wahr? Ah, außer dass es ziemlich schwer ist. Nimm es mir ab. Oh Mann, solche wertvollen Stücke sind wohl nichts für Acolytes. Richtig. Ich halte es eher mit göttlicher Macht, die liegt schwerer im Geiste. Oh nein, wir müssen hier weg. Wieso? Was ist los? Stimmt was nicht? Oh Gott, ich darf nicht auf den Preis sehen. Nicht auf den Preis sehen. Sparky, können wir bitte verschwinden? Okay. Was hältst du davon, wenn wir unsere Beute noch schnell beim Tool-Dealer abgeben? Ich könnte auch mal wieder so ein bisschen Kleingeld gebrauchen. Ja, hast recht. Das wäre wohl besser. Meine Taschen sind schon halb voll mit Plunder. Da springt sicher schon ein Hundertstel Claymore für mich raus. Noch bist du kein Knight. Außerdem sollten wir erstmal an das Nötigste denken. Später werden wir sicherlich auch nicht mehr solche Geldsorgen haben müssen. Dann werden unsere Taschen nicht nur mit Gold gefüllt sein, sie werden außerdem selbst aus Gold sein. Du träumst doch schon wieder. Aber der Gedanke an so ein bisschen Gold ist schon... Hey, sieh mal dort hinten. Unweit der Gefährten sitzt, umgeben von einer Reihe Dorfbewohner, eine Frau auf einer Treppe. Die Hände vor das Gesicht geschlagen und laut schluchzend wird sie von den Menschen um sie herum getröstet. Im Gespräch mit einem von ihnen erfahren Ashi und Sparky, welche Tragödie sich vor wenigen Augenblicken abspielte. Die Tränen der Frau galten ihrem Mann. Vor wenigen Stunden hatte dieser sich in die Peon Cave begeben, wie jeden Tag. Auch er war einer der vielen Kämpfer, die Peon einen Dienst leisten wollten. Es war bekannt, dass hin und wieder einer der Krieger seinen Weg nicht zurückfindet. Sollte es heute wieder so gekommen sein? Es wurden Schreie gehört und man berichtete, dass es einen harten Kampf gegeben hat. Ganz genaues weiß man immer noch nicht. Nun waren unsere beiden Freunde fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Den Mann der in Tränen aufgelösten Einwohnerin zu finden und vor den Untoten zu retten. In hastiger Eile liefern sie ihre Gegenstände bei einem der Tool-Dealer ab und machen sich auf den Weg zur Höhle. Im Dorf der Bogenschützen begegnen sie einigen anderen Kämpfern, die entweder bereits in der Höhle waren oder sich gerade auf den Weg machten. Andere ruhen sich vor dem Eingang ein wenig aus. Ob sie von dem Vorfall wissen? Problematisch wird es wohl erst werden, wenn wir tiefer in die Höhle vordringen. Aber wir sollten uns trotzdem von Anfang an in Acht nehmen. Vielleicht ist er verletzt und schafft es alleine nicht mehr raus. Hoffen wir einfach, dass er noch am Leben ist und dass keine weiteren betroffen sind. Und vielleicht auch, dass wir uns nicht selber in Lebensgefahr begeben. Aber das tun wir doch immer. Also, auf geht's. Genau. Mit vorsichtigen, aber zügigen Schritten betreten unsere Helden also die dunkle Höhle. Die Atmosphäre im Innern drückt auf das Gemüt eines jeden Besuchers. Vereinzelt werden die modrigen Wände von Fackeln erhellt, die den Weg tiefer ins Dunkel weisen. Wie in einem düsteren Irrgarten schlängeln sich verschiedene Pfade im flackernden Licht vor ihren Füßen. Die Luft ist erfüllt von einem widerlichen Geruch der Fäulnis und es dringen ächzende Rufe der Untoten aus der Ferne herauf. Bisher nichts Auffälliges. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir fast nichts sehen können. Was hältst du von einem Ruach? Spitze, damit dürfte es gehen. Alles klar, ich habe eine Spur gefunden. Und noch eine. Und noch eine. Verdammt, hier sind überall Spuren. Das bringt uns nicht weiter, Sparky. Dann sollten wir wohl einfach erstmal weitergehen und unsere Sinne schärfen. Hörst du das? Ja, ich höre es auch. Hier treiben sich Zombies rum. Ganz in unserer Nähe. Ich kann sie aber nicht sehen. Ich auch nicht. Vorsicht, hinter dir! Wag es nicht, du stinkender Untoter! Danke, mein Freund. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wie konnte er sich bloß so nah an mich heranschleichen? Das kann ich mir auch nicht erklären. Bist doch sonst immer Herr der Lage, gerade wenn es um Untote geht. Hier ist etwas sehr faul. Damit meine ich nicht die Zombies. Lassen Sie erstmal weitersuchen, aber jetzt bitte etwas vorsichtiger. Langsam aber sicher bahnen sie sich einen Weg durch die erdigen Gänge.
Oft tritt man versehentlich auf Überreste von verwesenden Zombie-Kadavern oder steht vor rissigen, eingebrochenen Wandfelsen. Die Anspannung steigt mit jedem Schritt. Doch ihre Kampferprobtheit spendet den beiden Kämpfern Mut. Schließlich ist der Eingang zum nächsttiefer gelegenen Part der Höhle erreicht. Meinst du, dass er wirklich hier reingegangen ist? Schon möglich. Und selbst wenn nicht, dann könnte er immer noch reingezerrt worden sein. Wie auch immer, ich bin dafür, dass wir uns hier weiter umschauen. Gut. Ich werde ab sofort immer kampfbereit sein. Nein, ich werde kampfbereit sein und du gibst Rückendeckung. Wer von uns beiden ist hier der tapfere Swordman? Wir sind hier im Reich der Untoten. Da gelten andere Regeln. Lass mich vor, ich mach das schon. Bitte, Ladies first. Was man als Acolyte nicht alles ertragen muss. Siehst du das? Da vorne glitzert etwas im Dunkeln. Wirklich? Lass mich mal sehen. Das ist doch Blut. Menschliches Blut. Hier liegt auch etwas. Das sieht aus wie... Ein Schädel. Ist das etwa... Nein, beruhig dich. Muss ein Skeleton-Archer-Schädel sein. Woher weißt du das? Nun ja, ich finde, er hat einen ziemlich frechen Gesichtsausdruck. Du bist ja ein echter Spezialist. Was zum... Jemand schießt auf uns! Das kann doch nur ein weiterer Skell-Archer sein. Pneuma! Danke! Siehst du, wo er steht? Nein, aber der Pfeil kam frontal auf uns zu, glaube ich. Bleib du im Pneuma stehen. Ich kümmere mich um ihn. Abgemacht! Du, Sparky? Dein wunderschönes Pneuma gibt gleich den Geist auf. Sparky? Verdammt nochmal! Da stimmt doch was nicht. Wo steckt dieser Archer? Der kriegt jetzt aber ein paar auf den Schädel. Oh Gott, das war knapp. Sparky, alles in Ordnung? Hier! Tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Schon wieder ein Schwächeanfall? Das ist nun wirklich nicht witzig, Ashi. Ich kann mich kaum konzentrieren. Manchmal bin ich mit dem Geist völlig abwesend. Wenn auch nur für Sekunden. Das passiert dir doch sonst nicht. Ich fühle mich jedenfalls wie immer. Ich kann mir das auch nicht erklären. Es sei denn, es wäre jemand in der Nähe, der einen Schlafzauber wirken kann. Aber soweit ich weiß, gibt es in diesen Höhlen keine solchen Monster. Und dafür ist der Effekt auch zu schwach. Ein Schlafzauber also? Klingt logisch, aber an diesem Ort? Immerhin wäre das eine Erklärung dafür, warum du noch hellwach bist. Du schleppst schließlich immer noch die Rüstung von Nido mit dir rum, welche du ihm übrigens vielleicht auch mal zurückgeben solltest. Das werde ich schon noch tun, wenn er sie braucht. Auf jeden Fall könnte das die Lösung sein. Die Rüstung macht den Träger schließlich resistent gegen diesen Zauber. Fragt sich nur, wo kommt der Schlafzauber her? Auf jeden Fall nicht von unserem untoten Freund hier. Meinst du, dass du dich wachhalten kannst? Soll ich auf dich aufpassen? Stark scheint der Zauber nicht zu sein, sonst wäre ich schon längst im Land der Träume. Ich denke, dass ich es durchhalten werde. Aber du solltest trotzdem immer in meiner Nähe bleiben. Keine Bange, ich überlasse dich schon nicht im Knochenhaufen hier. Komm, lass uns weitergehen. Mit gelegentlichem Klatschen ins Gesicht versucht sich Sparky wach zu halten, während die beiden sich vorarbeiten. Schließlich erreichen sie ein kleines Wasserloch, an dem jegliche Beleuchtung fehlt, sodass man kaum die Hand vor Augen sehen kann. Nur der schwache Schein des Ruach erhellt die nahe Umgebung. Halt! Was ist los? Habe ich was verpasst? Nein! Aber hör doch mal! Neben dem Plätschern. Hier treiben sich Soldier-Skeletons rum. Das ist gar nicht mal so abwegig. Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Ich nehme an, du meinst den riesigen Knochenhaufen da vorne? Sieht so aus, als hätte jemand ganze Arbeit geleistet. Aber nach der Arbeit eines Acolyte sieht mir das nicht aus. Es ist trotz allem eine gewisse Unreinheit in diesem Raum. Und zwar eine ganze Menge. Das wundert mich überhaupt nicht. Sieh mal genau hin. Die Skeletons sind ja noch am Zappeln. Ganze Arbeit sieht anders aus, wenn du mich fragst. Es sind doch mindestens 20 von denen. Mitten in der Wassergrube stapelt sich ein Berg aus klappernden Knochen. Alles in allem gut 2 Dutzend Soldier-Skeletons. Was hat das zu bedeuten? Plötzlich ist ein Stöhnen aus dem Knochengemenge zu hören. Helft mir! Sparky, hierher! Ich hab da was gehört. Wenn wir Glück haben, ist das unser Vermisster. Da! Eine Hand! Immer mit der Ruhe! Wir sind hier, um ihnen zu helfen. Ich hab ihn. Komm, lass ihn uns rausziehen. Alles klar. Hey, sie!
Alles in Ordnung mit Ihnen? Oh Gott, was ist passiert? Wir bringen Sie jetzt erstmal hier raus. Er sieht in Ordnung aus, Bucky. Er scheint nur nicht ganz bei Kräften zu sein. Lass ihn uns nur so schnell wie möglich hier rausschaffen, bevor... Verdammt, zu spät. Lautes Klappern schallt durch die Höhle, als sich das heillose Knochengewirr zu Armen, Beinen und schließlich ganzen Körpern zusammensetzt. Toter Hass entflammt in den pechschwarzen Augenhöhlen der Soldier Skeletons, die sich nun dazu aufraffen, unseren Helden den Weg zu versperren. Der gespenstische Schein des Ruach lässt sie noch bedrohlicher erscheinen, als sie es ohnehin schon sind. Langsam ziehen sie den entstandenen Kreis enger. Das sind zu viele für mich. Für mich auch. Da hilft nur eins. Ab durch die Mitte. Und zwar lieber schnell. Wir haben hier noch einen Ohnmächtigen herauszuschaffen. Ich kümmere mich um ihn. Den bringe ich schon noch heil hier raus. Aber im Moment haben wir keinen Ausweg. Ich werde uns einen schaffen. Auf drei laufen wir, was das Zeug hält. Ich werde uns den Weg frei halten. Mach dich bereit. Alles klar, es kann losgehen. Eins, zwei, drei. Hier, 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 los. Wie der Wind jagen die beiden durch die düsteren Gänge den Weg zurück, den sie gekommen sind. Vereinzelt fliegen Pfeile an ihnen vorbei, doch schließlich erreichen sie unversehrt den Übergang in den höher gelegenen Teil der Höhle. Von hier aus dürfte es wieder einfach sein. Ist die Skeletonmolde noch hinter uns? Nein, wir konnten sie abschütteln. Sehr schön. Nun, mein lieber Herr Unbekannt, ich bin immer gespannt auf Ihre Geschichte, wenn wir hier raus sind. Da haben Sie wirklich ganz schön Glück gehabt. Erstmal braucht er vor allem Ruhe. Sicherlich hat er sich auch einige Verletzungen zugezogen. Sehen wir erstmal zu, dass wir hier rauskommen. Ich danke euch. Ohne euch wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wieder an der Sonne angelangt, die frische Luft Payons einatmend, fällt den beiden Rettern ein kleiner Stein vom Herzen. Wann immer man ein Gefahrengebiet betritt, weiß man doch nicht, ob man es auch wieder lebend verlassen wird. Für Ashi ist genau diese Erleichterung der ganz besondere Reiz. Spark jedoch genießt einfach nur das gute Gefühl, wieder zu Hause unter Freunden zu sein. Als sich ihre Augen an das Tageslicht gewöhnen, sehen sie sich erneut umringt. Doch diesmal von nahezu allen Bewohnern Payons, die in der Zwischenzeit ihre Lager vor der Höhle aufgeschlagen haben. Es hatte sich sogar ein weiterer Suchtrupp formiert, der sich gerade bereit machen wollte, die Höhle zu betreten. Voller Erleichterung und Freude schauen sie den Helden entgegen und kümmern sich auch sogleich um den glücklichen Überlebenden. Es wird langsam Abend in Midgard und in Payon werden die Lichter angezündet. Der Gerettete, der sich als Tom Usa vorstellte, lädt die beiden tapferen Jungs zu sich nach Hause ein, wo seine Frau bereits das Abendessen für die Männer vorbereitet. Jungs, wirklich, ich danke euch von ganzem Herzen. Schon gut, Herr Usa. Genug Danksagungen für heute. Genau. Machen Sie sich keine Gedanken mehr. Das war doch selbstverständlich. Männer, das Essen ist fertig. Lasst es euch schmecken und haut richtig rein, Jungs. Das habt ihr euch redlich verdient. Wow, das sieht aber lecker aus. Vielen Dank. Aber nun erzählen Sie doch endlich mal. Wie sind Sie eigentlich in die Zwickmühle gekommen? Nun ja, also das war so. Ich bin, wie üblich, durch die Höhle gegangen, habe Knochen gesammelt, um sie an Sammler zu verkaufen. Damit kann ich uns schon ganz gut über die Runden bringen. Jedenfalls bin ich wie immer bis zum Abstieg gegangen. Weiter nach unten gehe ich nie, wirklich. Aber heute war die Ernte wirklich mickrig. Und ich dachte mir, ich wage mich mal ein paar Schritte tiefer. Anfangs gab es keine Probleme. Ich habe mich gut gewehrt, könnte man sagen. Was geschah dann? Es kam ganz überraschend. Aber plötzlich umzingelte mich eine ganze Horde von Soldier Skeletons. Und weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Das war's, dachte ich. Da fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich ja noch meinen magischen Stein bei mir hatte. Ein magischer Stein? Ja, ein kleiner Stein, der schon seit langem im Familienbesitz war. Die Krieger der Familie führten ihn immer mit, doch bisher wurde er nie gebraucht und man vergaß, was es wirklich mit ihm auf sich hatte. Ich wusste nicht viel über seine Kraft, aber ich wusste, dass er meine einzige Chance ist, als ich dort in der Höhle stand. Also hob ich ihn in die Höhe und wartete auf ein Wunder. Dieses geschah dann zu meinem Glück auch, indem er... einen Schlafzauber freisetzte. Genau so war es. Die Wucht des Zaubers warf mich zu Boden und mir wurde schwarz vor Augen. Aber ab da kann ich mich an nichts mehr erinnern, bis ihr gekommen seid. Jetzt geht mir ein Licht auf. Das war also der Grund für diese merkwürdigen Vorfälle. Der langsam nachlassende Zauber. Aber wisst ihr, was am besten ist? Ich bin meinem Claymore wieder ein Stückchen näher gekommen. Wir haben nämlich eine saftige Belohnung für unseren Einsatz bekommen.
Das wäre zwar nicht nötig gewesen, aber ich denke, dass ich damit auch etwas anzufangen wüsste. Ein paar Blue Gemstones, ein neuer Mantel, Taschen aus Gold. Du Scherzkeks, was denkst du eigentlich, wie viel wir hier bekommen haben? Ja, im Grunde ist es mir nicht so wichtig. Hauptsache ist doch, dass wir überlebt haben und diesen wundervollen Abend in Payon mit einem kühlen Bananenmix begießen können, nicht wahr? Ich habe noch erstklassigen Reiswein in der Speisekammer. Zum Wohl. Auf Payon? Auf Payon! Du Aschi. Was gibt es, Sparky? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir immer noch Payon sagen? Ja. Wo ist das Problem? Na, du weißt schon. Das heißt doch eigentlich Payon und nicht Payon. Ich weiß. Aber was man sich als kleines Kind angewöhnt hat, das wird man nicht mehr los. Aber musstest du mich denn wirklich damit anstecken? Ich kann doch nichts dafür, dass du mal wie eine Klette an mir klebst. Hm. Ja, stimmt. Naja, ich werde es jedenfalls ab sofort richtig machen. So ein bisschen peinlich war mir das schon vor den Usas. Ja, hast natürlich recht. Okay, ich werde auch versuchen, in Zukunft Payon zu sagen. Was sollen schließlich die Leute von uns denken? Dass wir ein ungebildetes Pack sind? Genau, auf Payon. Auf Payon! Moment. Wollt ihr mir jetzt damit sagen, dass das Kaff, gar nicht Payon ausgesprochen wird? Ja, wie denn... Payon. Na, aber das kann doch nicht. Wir können doch jetzt nicht plötzlich von der einen Episode auf die nächste sagen, das Ding heißt jetzt Payon. Ach Leute, das ist wirklich... Also ich habe echt schon an vielen Sets gesessen, aber das ist also so eine Unprofessionalität, da muss wirklich was passieren. Das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein.